Das iPad verfügt über eine Sprachausgabe, mit deren Hilfe ich mir geschriebenen Text vorlesen lassen kann. Um diese zu aktivieren, gehe ich in die App Einstellungen, Allgemein, Bedienungshilfen und dann auf Sprachausgabe. Hier aktiviere ich das oberste Kästchen, Auswahl Sprechen. Es besteht darüber hinaus die Möglichkeit, sich den gesamten Bildschirminhalt vorlesen zu lassen, indem man das Kästchen darunter aktiviert. Ich kann mir jetzt jeglichen Text, der in geschriebener Form auf dem iPad vorliegt, vorlesen lassen. Das Einzige, was ich tun muss, ist, diesen Text zu markieren, indem ich lange anwähle und über die beiden Kugeln den Text markiere. Anschließend erscheint der Menüpunkt Sprechen. Hallo, ich bin die Sprachausgabe des iPads. Meine Stimme oder die Sprechgeschwindigkeit kann man in den Einstellungen des Gerätes verändern. Das Ganze funktioniert nicht nur in Textverarbeitungsprogrammen wie zum Beispiel in Notizen oder Word. Man kann sich beispielsweise auch geschriebenen Text auf Internetseiten vorlesen lassen. Auch hier muss man den Text zuvor markieren. Anschließend sprechen. Er ist Frühling, lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte. Süße, wohlbekannte Düfte streifen ahnungsvoll das Land. Veilchen träumen schon. Wollen balde kommen. Hoch, von fern ein leiser Harfenton. Frühling, ja du bist's. Dich hab ich vernommen.